Hallo, Christi, hier ist die Christine von Abgestempelt. Ich möchte dir heute eine kleine Verpackung zeigen, eine Geschenkidee speziell für Tierliebhaber. Und zwar brauchen wir da gar keinen Kleber dafür. Wir benutzen nämlich einfach die neuen Leckereien-Schachteln für immer im Herzen aus dem aktuellen Mini-Katalog. Das bauen wir uns gleich mal zusammen. Da gibt es immer wieder ein paar Probleme. Das ist hier einmal die Banderole, die nachher um die Schachtel rumkommt. Die muss man einfach nur ein bisschen hin und her falzen. Dann ist das schon fertig. Und wenn man diese Schachtel aufklappt, hat man das hier vor sich liegen. Das Schöne daran ist, alle Falzlinien sind schon vorgezogen. Das heißt, wir knicken uns die jetzt einfach mal nach, dass die Schachtel dann auch schön sich zusammenbauen lässt. Haben wir gleich geschafft. So, und jetzt wird das etwas friemelig. Und zwar müssen wir diese Seitenteile. Ich klappe das mal wieder weg, dass ihr das mit der Kamera einigermaßen sehen könnt. Hier über die Falz bringen. Mach's mal so rum. Und dann das da drüber. Und dann klappen wir das hier nach unten. Genauso verfahren wir jetzt auf der anderen Seite. Jetzt haben wir einmal ein kurzes Stück, da ist schon was eingeschnitten und ein längeres. Klappen wir jetzt erstmal das kürzere nach innen. Und dann sieht man schon, dass die Schachtel so zusammenbleibt ohne Kleber. Jetzt nehmen wir noch dieses und schieben das da rein. Und jetzt passt das Pünüpsel da in die Ritze. Und fertig ist die Schachtel, wie gesagt. Dann kommt hier noch die Banderole drum und fertig. Und jetzt ist das natürlich noch nicht verziert. Das wollen wir jetzt noch schnell zusammen machen. Wie gesagt, ich möchte, dass das ein kleines Geschenk wird für Hunde- und Katzenliebhaber anlässlich meines kommenden Kartenkurses, den es Ende Januar gibt. Ich zeig dir mal kurz die Karten, die wir basteln. Das ist einmal diese hier mit einer kleinen Grumpy Cat. Dann haben wir diese ganz putzige. Dann hier, die hat einen kleinen Effekt. Da ist die Katze innen drin. Und hier haben wir noch einen kleinen Hund. Da kannst du dich anmelden bei mir für den Kartenkurs bis 30. Januar. Und jetzt machen wir die Schachtel fertig. Dazu benutzen wir auch das Designerpapier Tierliebe. Ich zeige dir das mal kurz, wie das aussieht. Hier haben wir allerlei Hunde. Das ist die Rückseite rot gestreift. Dann sind hier allerlei Katzen. Das habe ich schon benutzt. Keine Panik. Und Fische, was die Katzen so mögen. Hier ist diese Grumpy Cat drauf. Und auch diese Angsthase, sie finde, die sieht aus, als hätte sie Angst. Noch mehr Hunde. Pfotenabdrücke. Und noch mehr Kätzchen. Ein paar Fellhaare. Oh, das hatte ich schon, oder? Klar hatten wir das schon. Dann haben wir hier noch Katzenspielzeug und Katzennäpfe. Und allerlei Katzenlaute. Und jetzt fällt mir nämlich da auch auf, welches ich vergessen habe. Und zwar ist das hier. Das Gegenstück für die Hunde. Mit Hundeknochen und Näpfen. Und auf der Rückseite mit Hundelauten. Und zwar möchte ich eben das Schwarze, was ich dir gezeigt habe, benutzen. Und zwar habe ich hier ein Stück rausgeschnitten schon, damit das Ganze etwas schneller geht. Das hat die Maße 2,5 mal 3,7 Inch
Oder wenn du in Zentimetermaßen bastelst, dann brauchst du 6,4 mal 9,9 cm. Das passt dann hier schön drauf. Ich würde sagen, das kleben wir gleich mal drauf. Dafür nehmen wir uns einfach den Flüssigkleber. Das braucht auch nicht viel. Ich lege das mal wieder hin, dann kann man das besser kleben. Platzieren wir das einmal da drauf. Drücken das etwas fest. Können Sie auch gleich um die Schachtel machen. Das ist eigentlich ziemlich wurscht. So, schon sind wir nicht mehr ganz so weiß. Dann benutzen wir das dazugehörige Stempelset Pampered Pets. Das ist zwar auf Englisch, aber es ist einfach so putzig. Und für den deutschen Spruch habe ich mich entschieden für Geburtstagsmix. Da sind ganz viele Geburtstagsgrüße drin in allerlei Schriftarten. Und dann nehmen wir uns die Stanzformen so hübsch bestickt. Und zwar benutzen wir das drittgrößte und stanzen uns da was aus. Aus Grundweiß. Grundweiß ist ja der Nachfolger von unserem alten Flüsterweiß, das jetzt auch schon erhältlich ist. Dann nehmen wir unser schwarzes Memento-Stempelkissen, den Hund und den Gruß. Und dann stempeln wir uns den Hund einmal auf dieses bestickte Rechteck. Den stempeln wir uns ziemlich weit unten. So vielleicht. Und dann, wie gesagt, noch den Gruß. Heute ist dein Tag. Wer jetzt dahingestellt, ob man das für den Hund selbst hernimmt oder für den Hundebesitzer. Da stempeln wir hier oben in die Ecke. Und dann hätte ich da aus dem Stempelset noch gerne diese kleinen Herzchen. Brauchen wir wieder die Tinte. Und die stempeln wir jetzt einfach nach Gutdünken. Hier an den Hund entlang. So. Machen wir das wieder zu, bevor ein Unglück geschieht. Dann malen wir uns. Da sollte jetzt ja getrocknet sein, die Tinte. Den Hund und alles noch ein bisschen aus mit den Stamping Blends. Ich habe jetzt hier einmal Schiefergrau, hell und dunkel, und einmal Glutrot, hell und dunkel. Am besten ist es immer, wenn du mit der dunklen Farbe anfängst. Ich mache das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf. Ungefähr so, wie ich mir das vorstelle. Und hier ein Schatten. Und hier unten. Vielleicht hier an der Pfote. Und hier am Rücken. Und dann verblenden wir das mit der helleren Farbe. Da gehst du immer vom dunklen kreisförmig dann nach innen. Dann verblendet das alles mit der Zeit schön. Das braucht, je nachdem wie gut du das verblendet haben möchtest, 2 bis 3 Durchgänge kann man ruhig machen. So, den Rücken. Das sieht man, weil wenn du das nicht gut verblendest, dann hast du diese Kanten. Ich zeig dir das mal kurz, vielleicht sieht man das da besser. Man sieht jetzt hier überall noch so die dunklen Stellen. Für unser Video jetzt
ist mir das jetzt erstmal wurscht. Sonst sitzen wir hier 10 Minuten. Nee, übertrieben gesagt, 10 Minuten und malen uns den Hund an. Und darum soll es ja nicht gehen. Der Stift hat natürlich auch eine dicke Seite. Aber ich meine, jetzt hier ist es jetzt nicht so filigran. Sonst ist es nicht so meins. Da vermale ich mich gleich wie ein kleines Kind. Wem das jetzt zu dunkel ist oder zu eintönig, der kann auch noch einen Farbaufheller benutzen. Das mache ich jetzt nicht. Damit könnte man das alles, wie gesagt, noch aufhellen. Jetzt haben wir hier noch das Rot. Das macht die kleinen Herzchen hier in Glutrot hell. Und die großen in Glutrot dunkel. Und das Halsband auch noch rot. Die Nase und die Augen, die lasse ich jetzt einfach mal so. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch, wenn das weiß ist. Dann habe ich mir ein Stück Band abgeschnitten. Einmal das Band, einmal die Kordel. Das kommt im Kombipack. Das wollte ich jetzt eigentlich da unten drunter kleben. Gut, hast du das gemacht, Frau Böhr. Dann machen wir das jetzt halt anders. Und wie machen wir es? Wie machen wir es? Sollen wir es uns einfach nur so drauflegen? Das sieht aber ein bisschen seltsam aus. Das hat sie nicht mitgedacht. Das ist natürlich echt blöde. Ja, dann kleben wir das so auf mit Stamping Dimensionals und ich bind die Schleife einfach nebendran. Ich habe hier noch einen Rest, den man dann natürlich dann auch benutzen kann. Sehen wir das hier. 1, 2, 3, 4. Und hier habe ich jetzt auch noch so einen kleinen Knochen. Da gibt es noch so Metallaccessoires. Da sind kleine Knochen und Herzen drin. Wie gesagt, jetzt kleben uns das Hundi hier kurz noch drauf. Und dann machen wir, wie gesagt, die Schleife einfach so nebendran. Also mein ursprünglicher Plan war jetzt hier so im Elan, dass ich die Kordel um dieses schwarze Stück Designerpapier geklebt hätte. Aber ich glaube, so geht das sonst auch. Wir wollen mal so rum oder so rum. Wenn wir es da hinkleben, dann nehmen wir uns hier noch ein paar Mini-Klebepunkte. Kleben wir das hier hin. Und wie gesagt, das Schleifchen da drauf. Und dann scheißen wir uns das hier einfach mit dem Teil genauso hin. Machen wir da mal einen Knoten rein. Ich hoffe, das reicht jetzt, dieses Stück. Man kann ja improvisieren. Ich glaube, das wird nichts. Hä? Kann schlimmer sein. Könnte aber auch besser sein. So. Oder ohne Schleife. Ich lasse das jetzt mal so. Nehmen wir noch mal einen Klebepunkt. Ja. Oder wisst ihr was? Wir machen das ohne das Schwarz-Weiße. Und kleben den Knochen da einfach mit drauf. Hallo. Kommt davon, wenn man es dann so fest zuknotet.
Also Klebepunkt. Das kann man auch einfach so drauf kleben. Doch egal, dann schneiden wir uns das hier noch ein bisschen kürzer. Und das war's jetzt eigentlich schon. Und so sieht unsere fertige Schachtel aus. Bin gar nicht in der Kamera. Und dann könnte man ja jetzt entweder, wie gesagt, wenn es für den Hund sein sollte, ein paar Hundeknochen Leckerlis reinmachen oder halt irgendwas anderes. Aber wie gesagt, ich fand das so putzig, wenn das dann so zusammenpasst mit den Karten. Und wenn man hier jetzt jemanden hat, der Katzenfan oder Katzenliebhaber ist, dann nimmt man halt nicht den Hund, den man da drauf stempelt, sondern eben eine Katze. Sind ja auch zwei im Stempelset drin. Und könnte dann das nehmen. Würde ja genauso passen. Und wie gesagt, der Kartenkurs, den biete ich an. Kannst du dich anmelden bis zum 30. Januar. Da kriegst du von mir alles, was du brauchst zum Basteln der Karten. Und zwar basteln wir dann jeweils zwei davon, also insgesamt 8 Karten. Da ist dann das Papier, alles ist dabei, Verzierungen, Band, wie gesagt, alles, was du brauchst. Du bräuchtest halt nur, wenn du es genauso haben möchtest wie ich, die Stempelsets. Ich meine, hier mit den Größen, das kann man variieren, das ist ja egal. Da gibt es so viele Geburtstagssachen, das ist jetzt kein Zwang. Aber diese Tierchen, die Pampered Pets, die gibt es auch im Sparpaket mit den Stanzformeln gleich zusammen. Dann sind sie 10% günstiger. Dann ist es nicht mehr ganz so teuer. Und wie gesagt, ich meine, sowas könnte man jetzt mit der Hand ausschneiden. Das ist kein Problem. Das habe ich auch mit der Hand ausgeschnitten. Aber das wären so die Sachen, die ich dann anbiete. Da kannst du dich dann auch entscheiden dafür, was du haben möchtest. Ich kann dir auch nur die Anleitung zum Nachbasteln rausgeben. Das ist alles gar kein Problem. Aber wenn du da Gefallen dran hättest, würde es mich wirklich freuen, wenn du dich anmeldest. Und wenn du hier irgendwas haben möchtest von den Sachen, die ich jetzt heute benutzt habe, kannst du mir gerne, was weiß ich, per Telefon, eine WhatsApp, eine SMS, was auch immer schreiben. Du musst nicht unbedingt über den Online-Shop bestellen. Das ist für manche Leute doch etwas komplizierter. Dann wendest du dich einfach an mich persönlich. Hier ist noch meine E-Mail-Adresse. Oder du gehst auf meinen Blog abgestempelt.net. Da stehen auch alle Kontaktdaten drauf. Und ich stelle auch unten unterhalb des Videos nochmal alle Infos zu mir und wie du mich erreichen kannst rein. Ich schreibe auch nochmal alle Produkte rein, die ich heute benutzt habe. Ja, und ich hoffe, ich habe dir heute eine kleine Freude gemacht mit dem Video und konnte dir ein bisschen was zeigen. Und das geht wirklich rucki zucki. Und ja, dadurch, dass ein Papier schön schwarz und weiß dabei ist, passt da eigentlich alles an Farben dazu. Na dann, ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Vielleicht hast du jemanden, dem das gefallen würde. Dann würde ich mich auch freuen, wenn du das Video mit dem teilst. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß. Liebe Grüße, ciao, Pfiati, deine Christine.